Yeah, Leute, willkommen zurück zu Resident Evil Zero. Im letzten Part haben wir ganz kurz mit Rebecca alleine spielen müssen, weil Billy sie nach oben transportiert hat mit dem, wie soll man sagen, mit dem Aufzug, mit einer Winde. Und wir schauen uns jetzt mal kurz herunten um. Und wir haben Kellerasseln besiegen müssen, die uns ziemlich an das Leder wollten. Und sie wollten auch versuchen, Rebecca zu vergewaltigen. Ist ja auch eine sexy Lady davon abgesehen, aber egal. Was ist denn da jetzt drunter? Ein Käfig zur Aufzucht von Tieren. Er ist zu schwer, um hochzuheben. Ah! Okay, wir müssen jetzt eindeutig wieder alleine gehen. Das kenne ich noch. Und ja, wir werden jetzt gleich mal unseren ersten Bossfight haben. Das kann ich jetzt schon, was soll ich ersten sagen, unseren zweiten Bossfight haben. Wir haben ja im Zug den Skorpion besiegen müssen. Und jetzt werden wir wieder einen Bossfight haben. Weil hier kann man nämlich drehen. Und damit müssen wir quasi die Ketten bewegen, damit das nach oben geht. Das Gerät hat die Kette aufgewickelt. Ja, dann mach doch was anderes daraus. Jawohl. Ein Gerät zum Aufwickeln der Kette. Gerät starten. Ja, klar. Billy gibt dein Bestes. So. Was ihr jetzt nicht tun dürft, Leute. Es ist ganz wichtig, ihr müsst sofort. Sofort nach dieser Aktion, wenn ihr immer sowas macht. Müsst ihr sofort auf den anderen switchen. Ich zeige euch das jetzt mal ganz kurz, weil wir eh Zeit haben. Wenn ich jetzt irgendwelche Taste drücke, wie zum Beispiel Richtungstaste. Ja, genau, dann lässt er aus und wenn Rebecca jetzt darunter gestanden wäre, wäre Rebecca gestorben, weil sie erschlagen worden wäre. Ihr müsst sofort mit der X-Taste in diesem Fall umswitchen, damit Rebecca das, damit er dann Rebecca steuert, weil sonst kann es passieren, dass ihr sie erschlagt. Und ja, das ist halt echt dämlich gemacht. So, jetzt sofort zu Rebecca switchen. Sobald das eben freigegeben wird, sozusagen. So, weil Billy muss nämlich diese Stellung quasi beibelassen. Und ja, aber ihr könnt jetzt diesen Gegenstand aufnehmen. Was wird denn das sein? Ein Anlageschlüssel? Ja, nehmen wir gleich mal mit. Warum auch nicht? Rebecca, hinter dir! Oh fuck, was ist denn das für ein Vieh? Verdammt! Okay, auch die will anscheinend Rebecca ans Leder. Rebecca! Ja, Billy, du musst schon was machen. Oh, scheiße. Ja, das ist unser offiziell zweiter Bossfight. Auch nichts Besonderes in diesem Fall, kann ich euch sagen. Also auch ein relativ einfacher Gegner. Allerdings werde ich ja trotzdem mit der Schrotflinte hantieren, weil das wäre mit der Pistole doch eine zähe Sache. Zack, stirbt doch, du behindertes Vieh. Und nein, ihr braucht euch nicht anscheißen, eventuell Rebecca abzuschießen, weil Rebecca ist quasi jetzt immun. Jawohl, stirb doch einfach, du Scheißvieh. Wo bist du? Ich schieße halt einfach irgendwo hin, weil ich das Vieh nicht sehe, verdammt. So. Stirb doch, du blödes Vieh. Lass Rebecca in Frieden. Lass Rebecca in Frieden. Ob jetzt auf den Schwanz zieht oder auf den Kopf ist prinzipiell komplett egal. Das kann ich jetzt schon mal sagen. So. Okay, wir verbrauchen sehr viel Money, aber wir haben auch gelegt derweil. Stirb doch einfach, du. Genau in die Fresse. Ja, stirb doch mal. Jawohl. Rebecca! Are you all right? Yes, thank you. Okay, die beiden scheinen sich schon einigermaßen gut zu verstehen. Sie müssen auch zusammenhalten. Ja, der zweite Bossfight ist auch nicht so mächtig. Also, wie gesagt, auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad ist es verdammt einfach. Aber für diejenigen, die es nicht wissen, ich habe es schon mal probiert auf schwer zu spielen. Ich habe es gerade noch so auf Mittel durchgespielt. Aber schwer ist es echt arschig. Das sind sogar die normalen Zombies, sage ich jetzt einfach mal unter Anführungszeichen, Arschlöcher, wie es nicht anders geht. Der rote Anlageschlüssel, das ist cool. Ein normaler Schlüssel? Nö, das glaube ich nicht. Ah, da ist was oben. Ein Feuersymbol ist darin eingraviert. Das heißt, wie heißt denn jetzt? Der Feuerschlüssel. Ja, genau. Ah, nein, ich will zu Billy. Das heißt, wir können jetzt die rote Tür öffnen. Ich weiß jetzt auf die Schnelle allerdings nicht mehr genau, wo die waren. Ich glaube allerdings, wir müssen nach unten. Ah, ich glaube, ich weiß schon wieder den ersten. Und ich werde es immer so machen, höchstens drei Parts aufnehmen und dann immer speichern. Außer wir haben irgendwas Besonderes gemacht, weil ja, öfters als so oft speichern brauche ich nicht.
Hey, wieso hat Rebecca nichts? Moment mal. Rebecca rüttelt sich aus mit irgendwas. Kann doch nicht abgehen hier. Da drinnen war, glaube ich, eine blaue Tür. Ja, genau, da war eine blaue Tür. Das heißt, wir brauchen eigentlich gar nicht da reingehen. Und ihr habt ja eine Waffe gesehen. Die werden wir auch erst mitnehmen, wenn wir... Ja, genau, irgendwann werde ich mit Billy mal nur noch die großen Waffen benutzen und Rebecca dann quasi unsere geben. Weil ich glaube, wir bekommen sogar im Laufe des Spiels mal eine stärkere Pistole. Und die werde ich dann wahrscheinlich vorerst mal an Rebecca geben, damit Billy dann die stärkeren hat. Und ja, ihr wisst schon, was ich meine. So, wir gehen jetzt mal hier durch, weil ich glaube, hier war nämlich irgendwo eine rote Tür und durch die gehen wir gleich mal. Also ihr merkt schon, wir schaffen in 15, 16 Minuten genug. Und ich will einfach deswegen nicht länger aufnehmen, weil es rentiert sich sonst nicht. Ich wüsste auch nicht, was ich eine halbe Stunde lang sagen sollte, wisst ihr? Ah! Haben sich die rebootet, die Zombies? Die haben wir doch erledigt. Jawoll! Fickt euch ins Knie! Voll einen Zombie abgeknallt! Ja, wie geil! Ich bin immer wieder fasziniert von diesen... Wow! Ihr merkt ja selber, wie ich abgehe. So. Okay, dann werde ich jetzt ganz kurz Rebecca den Schlüssel abnehmen, weil Billy ja vorausgeht. So. Alles klar, sie haben den Feuerschlüssel verwendet. Okay, jetzt wieder switchen. Nein, nicht so switchen, das wollte ich eigentlich gar nicht. Ja, genau, so switchen und jetzt geben wir ihr den Schlüssel wieder zurück. Also sie braucht ihn eigentlich jetzt momentan wieder. Sie braucht ihn eigentlich auch nicht, aber ihr wisst, was ich meine. So. Und wir haben erst einmal knapp 7 Minuten, das geht sich leicht aus. Ich sage ja, man kann in 15 Minuten genauso viel reißen wie in einer halben Stunde, vom Kommentarstyle her zumindest, weil... Was ist denn das? Eine Küche? Okay, was ist denn das? Brennflüssigkeit, ah! Wahrscheinlich für das Feuerzeug. Das benutzen wir gleich mal, oder? Schauen wir mal. Ein Behälter mit Brennflüssigkeit. Ja, das ist eindeutig was für unser Feuerzeug. Richtig cool, das benutzen wir gleich mal. Oder kombinieren, besser gesagt. Jawohl, jetzt haben wir wieder ein vollgeladenes Zippo. Ein Feuerzeug ist voller Benzin. Jawohl, coole Sache. Finden wir sonst noch was hier? Weil extra wegen Flüssigkeit hier reinrennen, ist doch auch dämlich. Okay, da ist Kraut. Rotes Kraut zumindest. Das brauche ich auch vorerst nicht. Erstens mal können wir fast nicht transportieren. Und zweitens mal... Ja, ihr wisst, was ich meine. Deswegen... So, das heißt... Boah, wo muss ich jetzt... Ah, ich weiß schon wieder. Jetzt können wir quasi durch die nächste Tür gehen. Da ist, glaube ich, dieses Bild. Ja, genau, das müsste sogar in der Nähe sein. Cool, ja, ich sage ja immer wieder, es geht voran. So. Oh! Hey, du... Sag mal. Wenn ich sage, es ist Ruhe, dann ist ja auch Ruhe, mein Freund. Ey, das kann doch nicht sein hier. Die Zombies rebooten, also... Wie sagt man denn jetzt wieder? Die werden immer wieder auf... Ich meine, ich finde es eh ganz cool gemacht, aber trotzdem... Da kommt man sich auch irgendwann einmal verarscht vor, oder? Ich bin gerade am überlegen, wann der mal aufsteht da. Weil ich glaube, dass nämlich der auch nach einem gewissen Event aufsteht. Also sobald man irgendwas geschafft hat, einen Schlüssel eingesetzt hat oder einen Bossfight hinter sich hat, stehen jedes Mal die Zombies wieder auf in den ganzen Resi-Teil. Das werdet ihr auch merken. Okay. Okay, bin ich jetzt hier falsch? Ich glaube nicht, oder? Ja, bei so vielen Türen, da kommt man schon mal aus dem Konzept heraus. Ich glaube, dass ich richtig bin, ne? Da sind wieder Zombies. Das kann es doch jetzt echt nicht sein. Ich habe doch diese Stellen alle abgespeichert, nachdem wir sie... Ja, da ist eindeutig ein Zombie gewesen. Ja, der lebt aber noch. Nein, der lebt nicht mehr. Ja, weil hier nämlich das Ding war, das Schrotgewehr. Was war das jetzt? Ja, okay. Ich gehe mal hoch. Obwohl, ich glaube, dass wir da gar nicht mehr hin müssten. Scheißegal, wir haben Zeit. Wir müssen auch unter anderem die zweite rote Tür finden. Ich glaube, es gibt zwei rote und zwei blaue. Okay, wundert mich jetzt, dass hier keine Zombies auftauchen. Aber egal, man kann nicht alles haben, ne? So. Und mir wäre an Billys Stelle viel zu kalt. Der trägt ja nur dieses Trägershirt und eine normale Jeans. Ich meine, ich trage im Sommer auch meistens nur Trägershirts, aber das ist doch verdammt kalt hier in dieser Villa. Okay.
Okay, das heißt, ich schaue jetzt mal hier durch. Hier müsste normalerweise der Raum sein. Wenn mich nicht alles täuscht. Ich kann mich natürlich auch täuschen. Damit wir das wenigstens hinter uns haben, wisst ihr? Was? Ja, ich glaube, wir sind richtig. Ist hier noch ein Gegner? Und ist da noch eine rote Tür? Ja! Oh fuck. Feuermotiv. Das heißt, wir tauschen schnell. So, Billy, nimm schnell den Schlüssel an dich. Jawohl. Und schnell mal die Muni. Jawohl. Jawohl. Sie haben den Feuerschlüssel verwendet. Diesen Schlüssel wegwerfen. Ja, klar. So, ich bin jetzt gespannt, was dahinter ist. Ich weiß es nämlich, wie gesagt, gerade nicht mehr. Ja, ja. WTF? Ja, schieb mal das Teil ein bisschen. Und wir haben schon wieder fast den ganzen Part verbraucht mit herumrennen. Was ist denn hier los? Ja, komm schon, Billy. So fett bist du auch wieder nicht, oder? Er stellt sich schon, jawohl, er stellt sich teilweise schon an, ey. Das ist wieder ein Dokument. Tagebuch stellvertretender Leiter. 2. September. Wie üblich, völlig unfähige Praktikanten. Wo findet die Zentrale bloß diese Idioten? Allerdings sind diesmal zwei gute dabei. Ich kann also nicht klagen. William und Albert, aus denen könnte was werden. 25. September. Will, der Denker. Erl, der Praktiker. Völlige Gegensätze. Und jeder versucht zu beweisen, dass er besser ist als der andere. Beide scheinen rücksichtslos und grausam zu sein. Punkt, Punkt, Punkt. Coole Voraussetzungen, ne? 7. Oktober. Heute rief mich unerwartet der Leiter an. Er will, dass ich die Rivalität zwischen den beiden fördere. Seit dem Bau dieser Ausbildungsstätte hatte Leiter Markus, keine Ahnung, bislang nur Interesse an seiner Forschung. Aber was soll's? Befehl ist Befehl. Ich werde für böses Blut zwischen den beiden sorgen. Hä? Warum denn bitte? Scheißegal, mich geht's ja nichts an, ne? Jawohl, Schrotmoney. Hey, wir werden hier mit Muni überhäuft. Ja gut, wir werden auch bald mal die Muni auch für Zombies verwenden müssen, weil anders geht's ja sowieso nicht. Und da oben ist, glaube ich, auch was, wenn mich alles täuscht. Kletter mal darüber, bitte. Billy, dankeschön. Man muss ab und zu dreimal draufdrücken, damit er einmal reagiert, dieser Hanswurst, ne? Hey, da sieht man den Schatten sogar im Fenster. Cool. Was ist denn da? Da ist ein Schalter. Umlegen? Ja. Ah, es werde Licht. Ja, komm schon, Billy. Stell dich doch bitte nicht so blöd an. Also manchmal muss ich echt sagen, stell das sich an wie ein Vollhorst. Ich muss das Ding wahrscheinlich irgendwo hinschieben, ne? Oder? Ah, da oben ist ein Gegenstand. Seht ihr das? Da oben blinkt's. Das heißt, mit dir wieder rauf. Und runter mit dir. Das heißt, wir können das Ding jetzt... Rebecca, du musst schon umstehen, bitte. Rebecca! Okay, dann gehe ich jetzt mal mit Rebecca hier entlang. Ja, und switche wieder zu Billy, damit er das Ding schieben kann. Jetzt kommt ihr wieder mir entgegen. Ah! Rebecca! Du blöde Kuh, ey. Sorry für den Ausdruck, aber es ist einfach kacke, Mutter. Jawohl, jetzt geht's auch so. Jawohl, immerhin ein bisschen was. So. Oh, wir haben schon wieder fast die 15 Minuten. Aber egal, wir werden das jetzt noch machen. Ein Elch. Hier scheint was zu sein. Und was? Eine Eisennadel. Ah! Ich kann mir vorstellen, wofür die brauchen. Das sieht nämlich aus... Moment, ich schaue sie ganz kurz an. Das ist eindeutig. Ist das vielleicht eine Art Dekoration? Im Sockel ist eine Öffnung. Ja, genau, das ist nämlich der Zeiger, der Minutenzeiger, den wir brauchen. Ja, geiler Shit, ey. Das heißt, Leute, ich werde jetzt Richtung andere Tür laufen. Nein, Blödsinn, wir werden jetzt mal das andere machen. Und ich würde sagen, ja, ich beende hier auf jeden Fall den Part. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Würde mich über einen Daumen hoch und vielleicht einen Kommentar freuen. Oder zumindest auf eins von den beiden. Und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Part wieder von Resident Evil Zero. Bis dahin, Leute, macht's wie immer gut.